Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Ich bin die Jen und heute geht es wieder um die Selbstversorgerküche. Wir haben April und ja, im April, im März ist es immer ein bisschen schwierig, sich direkt aus dem Garten zu ernähren. Man kann Dinge, Essen auf den Tisch bringen, die man vorher getrocknet, eingekocht oder eingefroren hat, eben konserviert hat. Aber wir wollten heute gerne irgendwie was Frisches haben. Wir sind durch den Garten gestreift und haben mal geguckt. Wir haben ein paar Beikräuter gefunden, wie diese hier. Genau, das ist Giersch. Und wir haben Sauerampfer noch gefunden bei uns im Garten. Und mit diesen beiden frischen Sachen werden wir hier draußen, aber auch noch ein bisschen drin, zusammen jetzt was Leckeres zubereiten. Bleibt dran! Hier haben wir schon Mehl in der Maschine, Trockenhefe und Salz kommt hinzu, der Deckel drauf. Und natürlich fehlt noch die Flüssigkeit. Genau, einmal kommt hier Öl dazu. Das ist übrigens das Rezept aus unserer Gartengemüseküche von den Hefebrötchen. Und natürlich noch Wasser. Und das ist wichtig, dass es lauwarmes Wasser ist. Kein heißes, kein kaltes, sondern lauwarmes. Das mag die Hefe am liebsten. Diese Küchenmaschine habe ich mir lange gewünscht und ich bin so happy, dass sie jetzt in unserer Küche steht. Ich bin sehr glücklich darüber. Das kann, glaube ich, nur jemand verstehen, der gerne in der Küche werkelt und viel macht und viel aus der Selbstversorgerei aus dem Garten hat zum Verarbeiten. Ja, die werdet ihr bestimmt noch öfter sehen. Jetzt seht ihr den Hefeteig hier. Ein bisschen kratze ich den von den Seiten ab. Dann kommt natürlich ein Tuch drüber, einmal zudecken und dann darf er schlafen gehen. Entweder an einem warmen Ort oder bei uns ist es der Backofen bei ungefähr 45 Grad. Nun kommen wir zum nächsten Step. Natürlich brauchen wir für die Suppe noch zum Anbraten Zwiebeln und Möhrchen. Und die werden hier mit dem Schnitzelwerk, mit dem Aufsatz einmal klein geraspelt. Es ist einfach super praktisch. Ich hatte eben schon gesagt, wie begeistert ich bin, ne? Eigentlich hätte ich das jetzt mit dem Würfelaufsatz gemacht, der war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht da und deswegen hat das Zerkleinern auch mit dem Schnitzelwerk funktioniert. Was wir natürlich noch brauchen für unser Wildkräuterbrot, für unser Unkrautbrot, ist Unkraut. Und hier haben wir den Giersch, ihr kennt ihn, und den sammle ich jetzt hier. Die Schere ist auch super praktisch, die nutze ich gerne zum Ernten und manchmal schneide ich den Giersch einfach nur ab, damit er frische neue Triebe bildet, die ich dann ernten kann. Und das hier, ja, die wollen wir nicht haben, auf Wiedersehen, kleine Raupe. Nee, die Raupe möchte ich nicht in der Suppe haben. Sauerampfer ist jetzt richtig groß geworden, sehr, sehr lecker. Unsere Tochter isst ihn auch sehr gerne, einfach so zwischendurch. Und hier sammle ich mal so einen dicken Strauß für die Suppe. Gummi drum und ab in die Schüssel. Fangen wir an mit dem Gierschpesto für unser Unkrautbrot. Ich nehme den Giersch, ein bisschen Knoblauch, ist auch noch eigener Knoblauch, und Salz und wieder Giersch. Ihr seht, ich schichte das Ganze in den Mixbehälter und dann kommt noch Öl dazu und gleich wird die Mischung mit dem Blender gemixt. Dann kommen noch mal Pinienkerne rein, man könnte auch andere Nüsse nehmen, wie man möchte. Und nun wird das Ganze in ein Schälchen umgefüllt, damit es gleich einfacher zu portionieren ist. Für das Hefebrot nehme ich gern so Kastenförmchen, die ich dann einfach mit einem Pinsel und einem Öl einstreiche. Wow, der ist aber schön aufgegangen, wunderbar. Man braucht eine Fläche mit Mehl ausgelegt, dann kommt der Teig da drauf und jetzt heißt es, ihn nochmal vorsichtig. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, ich teile ihn auf drei gleich große Knetklumpen auf. Die wiederum streiche ich dann einzeln so ein bisschen auseinander, verteile so ein bisschen Pesto da drauf. Ich habe es nicht so mit Mengenangaben bei solchen Gerichten. Ihr seht schon, ist es ein bisschen Bauchgefühl und wie es halt eben gerade so passt. Zuklappen, umdrehen und dann in sich drehen. Das macht Spaß. Und wenn wir den Teig mit dem Pesto schön gedreht haben, dann kommt er in die gefettete Backform. Und wie ihr schon erahnen könnt, das machen wir jetzt dreimal. Und die drei dürfen wieder in den Backofen, aber Achtung, nur zum Gehen. Auf 45 Grad und ihr seht, ein, zwei Stunden Backofen, sie sind wunderbar aufgegangen. Jetzt darf es heiß werden. Also den Ofen auf 200 Grad und dann werden die Unkrautbrote gebacken. Draußen in der Outdoor-Küche heißt es jetzt Gas an. Das ist für uns was Neues. Ich habe es mir lange gewünscht. Ich finde es super. Draußen kochen macht echt Spaß. Also, Topf drauf, Hitze an und jetzt kommen die Zwiebeln zusammen mit den Möhren in den Topf zum Anschwitzen. Rühre, rühre, rühre.
Und das Ganze wird leicht glasig. Als nächstes kommen die Kartoffeln hinzu. Wie gesagt, gewürfelt wäre jetzt bestimmt schöner, aber so geht's auch. Dann kommt noch Wasser und Brühe hinzu, Gemüsebrühe. Und der Deckel drauf. Ab und an mal umrühren. Oh, das riecht schon gut. Jetzt kommt noch Paprika, süßer Paprika dazu und natürlich Salz. Nochmal umrühren und zu den Hexenkessel. In der Zeit schauen wir mal nach unserem Brot. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Einmal vorsichtig lösen und stürzen. Und zwar dann, wenn das Brot noch warm ist. Oh, schöne Farbe. Ein bisschen abkühlen lassen und dann kann angeschnitten werden. Wie sieht's aus? Na? Oh, da ist irgendwas drin. Das Gierschpesto ist schön verteilt. Die Suppe blubbert. Nochmal umrühren. Na, ob die Kartoffeln schon gar sind? Natürlich eine Garprobe machen bei der Kartoffel, aber auch bei der Möhre. Und sie sind gar, das heißt für mich jetzt, der Sauerampfer wird klein geschnitten und kommt mit in die Suppe. Ich bin da pragmatisch und benutze da gern einfach die Schere. Umrühren und dann kommt der Zauberstab, der Stabmixer. Mit dem zerkleinere ich nicht das ganze Gemüse, aber einen großen Teil. Dazu kommt Cashewmus und Sojacuisine und das Ganze wird nochmal umgerührt. Man könnte auch einfach einen Mandelmus nehmen und mit Wasser aufmixen und das hinzufügen. Mal abschmecken. Heiß. Ja, da fehlt noch was. Genau, Salz. Jetzt brauchen wir die Hitze nicht mehr. Die Suppe ist fertig. Es kann angerichtet werden. Und wenn ich so eine Suppe habe, die farblich jetzt noch nicht ganz so der Hit ist, dann gibt es einen kleinen Trick. Farbe auf den Teller, zum Beispiel hier mit getrockneten Blütenblättern, das ist eine Rose, essbar. Und dazu kommen getrocknete Blütenblätter der Ringelblume. Und schwuppdiwupp, sieht doch direkt richtig hübsch aus. Lecker allein reicht nicht. Das Auge isst eben mit. Guten Appetit! Und, habt ihr Appetit bekommen? Dieses leckere Hefebrot kann man natürlich auch halb-halb machen mit Vollkornmehl dabei. Und wenn man gerade kein Giersch hat, es gehen natürlich auch noch andere Wildkräuter, Bärlauch oder Brennnessel. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, mit welchen Beikräuter, Wildkräuter ihr dieses Hefebrot gerne mal machen möchtet oder vielleicht auch schon gemacht habt. Die Suppe, die Sauerampfersuppe, ist sehr, sehr köstlich geworden, muss ich echt sagen. Ich würde sagen, auch wenn man es ein bisschen dekorativ aufhübscht, weil es von der Farbe zwischendurch vielleicht nicht ganz so mega knackig und sommerlich ist, macht es doch was her auf dem Teller. Lecker war sie auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ihr habt vielleicht ein bisschen Hunger bekommen. Ich bin gespannt, was es bei euch heute in der Küche gibt. Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Für Anregungen und Inspiration für die Selbstversorgerküche im Frühling bin ich auch sehr offen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch wie immer. Und ebenso ein Willkommen an unsere neuen Zuschauer. Auch unseren Kanal kann man kostenlos abonnieren. Wie immer haben wir was verlinkt zum Weitergucken. Einmal hier oben unsere Playlist zum Thema Selbstversorgerküche, die sich jetzt jeden Monat weiter füllen wird. Und hier unten unser Video zu unserer Garten-Gemüseküche. Wir haben ein kleines Kochbuch mal zusammengefasst, was man mit den Leckereien aus dem Garten so anstellen kann. Bis zum nächsten Mal. Guten Hunger. Tschüss.